Ach, die werden die Kapazität erstmal, die werden das erstmal leer kriegen müssen. Dort sind nur 7000 drinne. 7000 Liter. Ach du Scheiße. Aber trotzdem verstehe ich das, ne? Ey, dann dort sind studierte Leute dran. Ich bin dumm. Außerdem, also, ich glaube nicht, dass die dort schon Treibstoff hingeliefert haben. Research complete, verbesserte Ladedocks. Fortschrittliche Fasslogistik. Bodenkomfort. Luftfrachtlager. Oh Gott, habe ich. Oh Gott, ich bin schon in. Oh Gott, ich bin in dem Miesen. Fuck my life. Ja, dann macht ihr mal ein bisschen hin, Jungs. Boah, 20 Öcken Landegebühr. Erstmal wieder ein bisschen ins Plus kommen jetzt. Vielleicht wird das Ding dann irgendwann mal leer. Es wird ja immer voller. Warte mal, ich verknüpfe das erste Mal, dass die das Scheißding leer kriegen. Ich hoffe, die machen es jetzt bloß leer und dann ist GG. Oh. Ich hatte heute auch noch mal kurz so ein bisschen bei Oxygen reingeguckt. Also so schwer ist es gar nicht. Ich habe mich gestern einfach nur hundsblöde angestellt. Aber eine Sache war dann halt trotzdem, dass sich irgendwann Siffwasser auf dem Fußboden gesammelt hat, wo ich nicht wusste, wie ich's loskriege. Aber ich denke mal, das kommt dann auch mit der Zeit, dass man da dahinter steigt, woran das liegt. Alles andere ging eigentlich. Und ich hatte dann am Ende Nahrungsprobleme. Ich habe übelst viel Nahrung angebaut, aber die waren bloß zu sechs. Die haben alles weggefressen. Ich weiß nicht, wie groß dort die Plantage war, die ich dort angelegt habe. Hier was oder passiert hier nichts? Ach, warte mal, es kann durchaus sein durch den Kraft. Durch den Kraftstoffvertrag, dass die immer wieder nachliefern. Aber das wäre ja recht dumm, wenn die dann nur ein stillgelegtes Gebäude da beliefern. Hölzerner Kontrollturm. Ja, lol.
Oha, mir geht's langsam die Kundschaft aus. Wie soll ich denn ins Plus kommen, wenn hier keine Flugzeuge mehr landen wollen? Ah. Wahrscheinlich hätte ich die vierte Landebahn doch nicht bauen brauchen, hä? Wir fertigen die schneller ab, als hier neue dazukommen. Na gut, jetzt geht's wieder los. Ah, so einfach geht das weg. Frag mich, was der da von mir will. Büro nicht, nein. Luftfrachtlager, nee. Hölzerner Kontrollturm? Nee. Großes Treibstofflager. Wilde Fuel? Barrel Stock Facility. Das kann halt nur ins von dem Beden sein. Bedes hatte ich schon gebaut. Aha, jetzt ist er zufrieden. Aber das werden wir gleich wieder abreißen hier, die Scheiße. Ich hab da ein größeres. Hauptsache ich habe das Dreckstutorial jetzt erstmal durch. Feldweg. So. Oh, ganz vergessen hier. So, was will er noch? Positioniere das Treibstofflager neu. Oh. Aber welches Treibstofflager will er denn jetzt neu positioniert haben? Das große oder das normale? Oh Gott, hier staut sich's. Wenn ich jetzt wenigstens wüsste, wie ich hier noch eine zweite Piste dran bauen kann und die dann gleich hier mit den ganzen Geschmiss verknüpfen. Wie lange dauert denn das? Ach, forschen könnte ich dann auch so langsam mal wieder was. Jetzt schon Terbelag erforschen. Busfahrerschulung natürlich.
Tankpersonalschulung, das klingt doch gut. Piep, 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 piep. Oh, ich habe genug Geld. Aber warte mal, wenn die sagen, ich soll das neu positionieren, können wir das gleich... Du musst das Gebäude deaktivieren, bevor du es verschieben kannst. Oh! Es ist deaktiviert. Ja, vielleicht muss ich erstmal hier... Kann ich das noch deaktivieren? Abreißen will ich es ja nicht. So ist es in meinen Augen deaktiviert. Dann kann ich... Lass mich das doch bitte verschieben. Muss ich die Autos verkaufen? Das hilft doch nicht. Am Arsch. Abreißen die Scheiße hier. Das Problem ist, ich kann es jetzt. Ich müsste ja eigentlich wieder in Betrieb nehmen, sonst steht ja mein ganzer Flughafen brach. Und das kann ich mir echt nicht erlauben, bloß wegen so einem Drecks-Tutorial. Was ist denn hier jetzt los? Frachtlager. Keine Fracht im Lager. Mehr Fracht anfordern. Fracht. Richtig eskalieren hier. Royal Post. Ja, nice. So. Sobald ich Geld habe, baue ich das komische kleine Treibstofflager noch mal woanders hin. Mal sehen, vielleicht reicht das ja auch schon zu. Ach, das hier unten ist die Fracht. Aha. Das ist Treibstoff. Und das ist... Ach, das ist meine Forschung. Übersichtlich. Nice. Müsste das hier oben bloß noch ein bisschen besser erklärt sein. Dann wäre das ganz witzig. Was? Nacht? Die tägliche Arbeitszeit ist vorüber. Spät kannst du keine Flüge mehr annehmen. Du musst bis zum nächsten Morgen warten, bis wieder gelandet werden kann. Nutze diese Zeit, um deinen Flughafen zu optimieren.